zum nächsten Thema. Schauplatz ist ein Nobelrestaurant in einer oberbayerischen Kleinstadt. Der Täter spekuliert mit der Gutmütigkeit, aber auch mit dem Geschäftssinn seiner Opfer. Und seine Rechnung geht immer wieder auf. Da fehlt eindeutig eine Prise Koriander. Noch mehr. Viel mehr. Seid ihr alles drauf? Na? Restaurant Pfarrhaus Marquin, guten Tag. Ah, Monsieur Marquin, persönlich. Sie kennen mich? Maestro, wer kennt Sie und Ihr Pfauenhaus nicht? Kemp ist mein Name. Herr Marquin, wenn es denn möglich wäre, ich würde sehr gerne für heute Abend für 6 Personen bei Ihnen Tisch bestellen, so um 19 Uhr. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurzfristig, aber mein Vater feiert heute seinen 80. Geburtstag und diese Überraschung, die ist mir eben erst eingefallen. Das geht? Das ist ja Wahnsinn. Wie wollen wir das Geburtstagskind denn verwöhnen? Mit einem Überraschungsamüsgirl natürlich, sortierten Hummer auf Kartoffelkäse-Ragout, unseren angeräuchten Hechte mit Bärlauchbohnen und Wachtelkotelett mit Morschel-Risotto. Wenn Ihnen das zusagt, da könnte ich doch preislich entgegenkommen, so 249 Mark pro Person. Na klaro, wunderbar, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich hätte gern den Tisch hinten in der Ecke, ist der noch frei? Tisch 6, ja eigentlich, egal, Sie kriegen den Tisch. Alles klaro, wunderbar. Ich freue mich auf Ihre Überraschung. Bis heute Abend, Herr Marquin. Marquin, den 6er wollte ich für Konsultisten sind frei heute. Ja und? Wenn er überhaupt kommt, dann sitzt er noch woanders. Dieser Kampf hat Kultur. Und ich wünsche, dass er entsprechend behandelt wird. Marquin! Herr Du, ich weiß, das Lokal gehört Ihnen. Aber die Gäste gehören mir. Schön auf diese Idee, Mettler. Und Morschel Risotto, wenn es Ihnen gefällt. Ja? Könnte ich bitte lieber Kartoffelbrei haben? Bist du da klar? Selbstverständlich, ja, ja. Tisch 6, der Mann mit Kultur. Herr Kemp? Bitte? Haben wir was vergessen? Ja, leider, Herr Marker, ich stehe im Stau. Es müsste jeden Moment ein Taxifahrer bei Ihnen erscheinen, der ein Präsent für meinen Vater abgeben wird. Einen Siegelring im Vertrauen. Kein Problem, Herr Kämpfe, das machen wir. Doch, ein kleines Problem ist dabei schon. Also ich hätte eigentlich früher dran denken sollen. Beim Juwelier, der den Namen eingravieren sollte, da war noch ein Restbetrag offen, den der Taxifahrer übernehmen musste. Und nun soll ich ihm das erstmal geben, oder wie? Auslegen, Monsieur Marquin. Nur für eine halbe Stunde lang auslegen. Meine Sekretärin, die hat schon 2000 Mark gezahlt, also wesentlich mehr kann es nicht mehr sein. Und ich bin ja auch gleich bei Ihnen. Oh. Nun springen Sie über den Schatten, Maestro. Ich bin im Augenblick fürchterlich im Druck. Den Siegelring wünscht sich mein alter Herr schon seit 50 Jahren. Alles klaro? Also gut, weil Sie es sind. Bis gleich. Tachchen, ich soll hier was abgeben und ein paar Merker kassieren. Wann sind Sie schnell? Kommen Sie rein. Wie viel muss das für haben? 540. Donnerwetter. Können Sie nicht in einer Stunde zurückkommen? Na ja, morgen vielleicht. Ich habe jetzt Feierabend. Dann sind Sie stur. Hier. Sag mal, kommt der Senator mit deiner Frau oder mit der Freundin? Schönen Tag noch, Meister. Nein, danach. Alles klaro. Das hat der Kemp auch immer gesagt. Was wird hier eigentlich gespielt? Was ist das? Das möchte ich jetzt auch gerne wissen. Tisch 6 bleibt heute leer. Alles klar. Und so war es denn auch. Die Geschichte mit der Geburtstagsfeier diente nur dazu, Geld für ein angebliches Geschenk zu ergaunern. Aus zahlreichen Städten der Bundesrepublik werden ähnliche Fälle gemeldet. Offensichtlich sind hier mehrere Täter unterwegs,
die mit dieser Masche ihren Lebensunterhalt bestreiten. Einer von ihnen hatte, bevor er festgenommen wurde, reihenweise Wirte, Köche und Hoteliers hereingelegt und dabei zigtausend Mark erbeutet.